Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man einen Ton wiedergeben kann, wenn die Caps Lock Taste gedrückt wird. Wozu soll das jetzt gut sein? Ja, die Caps Lock Taste wird dadurch nicht gesperrt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ein Passwort irgendwo eingibt und man versehentlich Caps Lock ein hat und alles groß schreibt, ja, kann das ganz schön nervig sein oder irgendwo einen längeren Text schreibt und da Caps Lock aktiv hat. Ja. Deshalb lassen wir uns einfach hier einen Ton wiedergeben. Ja. Wir gehen unter Windows Vista und Windows 7 auf Start, Systemsteuerung, erleichterte Bedienung, Funktionsweise von der Tastatur ändern. Hier wird die wählen wir den Punkt Umschalttasten aktivieren, wo darunter steht ein Sound beim Drücken der Feststell-, Num- oder Rollentaste ausgeben. Jetzt klicken wir auf Übernehmen und OK. Wir können das Fenster ab sofort schließen und bekommen nun beim Drücken der Caps Lock Taste einen Ton, der schwer überhörbar ist. Es kann sein, dass der im Video jetzt nicht richtig zum Hören ist, da er einfach nicht gut aufgenommen wird. Allerdings werden Sie das dann auch selbst. Das ist ganz praktisch und das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.